Guten Tag! Mal wieder zurück beim 8. Heute mal Thema Achsmanschette oder Manschetten. Machen sich gleich beide, nämlich die Inneres abgerissen. Ja, wir haben schon auf Lift gestellt und wagen hier den Modus natürlich rein. Wir haben uns ein bisschen abgegradet praktisch. Wir haben uns mal einen neuen Wagen hierbei zugelegt. Der übrigens sehr fantastisch, kann man schon sagen. Das Teil. Und macht es uns um einiges leichter. So, und dann gucken wir mal, ich weiß nicht, kann man es jetzt schon sehen? Aber gut. Ihr wisst mit Sicherheit, wie eine abgerissene, kaputte Achsmanschette aussieht. Leider zu dunkel. Wir zeigen es euch ja, aber gleich. Dann fangen wir an, machen das Rad runter und dann bis gleich. So. So, jetzt kann der Benni mal da reinfilmen. Wenn man es sieht. Ich hol gerade mal das Lämpchen. Leider ist gerade der Blitz nicht an. So. Jo, also hier ganz klar, sieht man es? Ja. Hier abgerissen, ist wohl auch schon ein bisschen länger so. Wir haben es auch schon ganz vergessen, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir uns heute mal dran. Ja, keine große Sache eigentlich. Das heißt, hier lösen. Hinten habt ihr viel Zahn. Oh ne, hier sind sogar Imbus. Okay. Oder? Ja, nee, oder? Ne, viel Zahn. Sind Torx. Nee. Hä? Was ist da viel Zahn? Ich sehe hier Imbus, oder? Also hier ist viel Zahn auf dem Kopf der Kamera. Okay, aber von was dann? Achso, ich bin neben der Antriebswelle. Das war richtig rum. Ja gut, auf jeden Fall genau. Also drinnen haben wir viel Zahn. Was ihr haben solltet, ist so ein Set, zumindest hier um die Schraube zu öffnen. Und natürlich viel Zahnstecknüsse, die haben wir da hinten. Genau. Ja. Drehmomente und so weiter teilen wir später mit. Genau. Ja, wie gesagt, hier lösen, dann einschlagen, dann könnt ihr es eigentlich schon nach innen reindrücken. Und drin lösen und dann könnt ihr die fast schon so rausnehmen. Das zeigen wir euch aber gleich nochmal. Also um die Schraube da zu öffnen, müsst ihr mit Verlängerung, aber mit dem Schlagschrauber ist es eigentlich nicht möglich. Haben die zwei Schrauben reingedreht, einer geht auf die Bremse und also die, dass sich die Bremsscheibe halt nicht verdreht. Und dann kriegt ihr die eigentlich auf. Also wir haben die jetzt schon aufgemacht natürlich, so leicht geht's nicht. Und ja, und für die Inneren braucht ihr auf jeden Fall sowas in der Länge. Müsst ihr euch ein bisschen was zusammenstecken. Und was für ein Vielzahn das ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber das können wir euch gleich nochmal zeigen. Genau. Er filmt schon, okay. Ja, in selbe Spiel kommt er hier oben halt mit der langen Verlängerung rein und dann immer einer bremst, aufdrehen, ein Stückchen weiter drehen, bis ihr alle Schrauben aufhabt. 2, 4, 6 Stück sind's. Ja, dann hier geht er mit so einer Verlängerung rein, was auch immer, und dann einfach vorsichtig, langsam. Zack, und dann fällt es eigentlich schon hinten raus. Nach links einschlagen, dann kriegt er die einfach raus und auf der anderen Seite nach rechts einschlagen. Na also. Was soll ich stoppen? Mach weiter. So, die schrauben wir jetzt noch raus gerade. Also offen sind sie alle schon. So, das ist sicherlich etwas schwierig. Warte mal, das machen wir jetzt so. Dass wir das eingeschlagen haben. Also, keine Angst, ihr verpasst nichts. So, also die schrauben wir jetzt raus. Wie gesagt, ich habe die einfach noch drin gelassen, weil das sonst scheiße ist, wenn die hinten abfällt und so weiter. Dann baumeln die da schon rum. Dann kriegt ihr sie vielleicht auch gar nicht rausgedrückt hier vorne, weil es ist relativ knapp. Nicht wundern, sie sitzt auch, wenn die Schrauben jetzt rausgelöst sind, etwas fester. Muss man mal gucken, ob er eventuell einen kleinen Hammer oder sowas gegenhaut. Das zeigen wir euch aber gleich. Mir die Klammer oder so geht's. So. Die war sehr locker. Glück gehabt. Ist eigentlich schon das ganze Spiel. Hier seht ihr ja, komplett abgeschert. Ja, vorne ist noch okay, machen wir natürlich gleich mit, beziehungsweise müssen wir sogar, sonst kriegst du es ja gar nicht runter. Ja, so sieht so ein Teil aus. Was kaputt ist. Genau. So, die alten Schellen ganz einfach mit dem Seitenschneider lösen. Der Marc macht das hier gerade mal fachmännisch. Professionell, ja. So, ihr seht ja, wir haben es auch nicht leicht. Das ist, sieht immer nur so aus. Jedes Mal ein Kampf.
So, die noch. Und den Rest macht er am besten am Schraubstock. Eigentlich ist hier nur so ein Klemmring drauf oder der Sprengring, Federring, wie auch immer es nennen soll. Den könnt ihr einfach auseinanderhauen. Wir haben mal ein Video gesehen, da könnt ihr hier vorne die Schraube reindrehen. Musik ein bisschen leise. Ja. Könnt ihr vorne eigentlich die Schraube reindrehen, hieß es da in dem Video, was bei uns aber nicht funktioniert hat. Das haben wir schon zweimal ausprobiert und es ging nicht. Und dann soll das rausspringen. Also wir machen es am Schraubstock und... Mit einer Holzlatte und einem Mit etwas Hammer. Gewalt. Werden es euch gleich zeigen. Gut. So, sehr professionell. Ja. Die Scherentechnik. Die Cuttertechnik hat ja nicht so funktioniert. Ja, auf jeden Fall schneiden wir das weg. Oder macht ihr das auch, da habt ihr es einfacher. Und hier, das sieht man jetzt durch das ganze Fett, wie sie schlecht, ist auf jeden Fall der Ring. Und da hinten sitzt halt dieser Federring drauf. Und hier haut er einfach hin mit Dachlatte oder was auch immer. Und da haut er einfach gegen und springt, soll es zumindest, nach vorne abspringen. Wir werden gucken, ob wir euch das jetzt gleich so demonstrieren können. Lass laufen. Gleich live dabei. Soll ich es dann mit der Verlängerung probieren? Ja, probier es. Andersrum hinten, ja. So. Zack. Da war es schon. So, also diesmal ging es relativ leicht. Wir hatten das auch schon mal. Gut, da wussten wir auch nicht, wie es geht. Also ich sagte, das ist der besagte Ring und da muss es eigentlich nur drüber rutschen. Aber wir hatten das auch schon beim ersten Mal, da wussten wir, wie gesagt, nicht, wie es geht. Haben uns dann halt richtig getraut und so weiter und dann haben wir das fast gar nicht abgekriegt. Dann haben wir noch mit dieser scheiß Schraube hier rumprobiert, also es macht keinen Sinn. Die Schraube reinzureden, das hat bei uns nicht funktioniert und ihr seht ja, wie einfach es eigentlich geht, wenn man weiß, wie es geht. Genau. Dem Zuge kann man dann auch ganz leicht die hintere Manschette abmachen und natürlich auch die neuere drauf machen. Die neuere. Natürlich keine Gebrauchteile. So. Fett haben wir rein, ist ja normalerweise dabei. So, und dann tut er das einfach wieder ganz einfach von vorne. Und, das passt da ziemlich genau drüber. So, zack, und hier ist so ein, da verjüngt sich dann die Antriebswelle, bis dahin müsst ihr das schieben. Zack, so, das war schon mal die hintere. Wie gesagt, Fett nicht vergessen. Die Ringe drum und dann braucht er allerdings hier so eine Zange, um die dann zu verquetschen. So, Schellen sind drum. Ja, aber der weiß es jetzt nicht. Das was wird. Na doch, okay. Saß eben nämlich etwas locker. So, einmal gleich da. Wie gesagt, die müsst ihr da einhängen in die Raste, soweit wie es geht. Zusammendrücken logischerweise. Und dann. Easy peasy. Geht nicht so toll. Okay, dann machen wir Stopp. So, ist jetzt nicht ganz so schön, aber es ging jetzt nicht anders. Keine Ahnung, die Zange hat es irgendwie nicht richtig gegriffen. Sind verquetscht. Hat ja auch nicht viel zu halten. Es geht nur darum, dass der Gummi praktisch nicht abrutscht. So, und somit war es schon mal die eine Seite. Den Federring, der ist wo auch immer jetzt auf jeden Fall sehr neu dabei. Den werden wir austauschen. Ob man das muss, weiß ich jetzt nicht. Aber man soll es wohl unbedingt, was wir bis erwähnt haben, die vordere Schraube, also hier, die müsst ihr auf jeden Fall neu nehmen, da es eine Dehnschraube ist. Bei den hinteren ist es nicht ganz so tragisch, die haben auch nicht so viele Newtonmeter. Aber die vordere auf jeden Fall, aber die ist auch im Normalfall dabei. So. Mark hat seine Hantel ausgepackt. Fertig. Wir haben auch gerade noch ein bisschen rumgesucht und haben doch, wir haben jetzt nur das Buch vom A6 da, aber das wird es gleich sein, zwei Extremmomente. Die vordere 200 Newtonmeter und nochmal 180 Grad und die hinteren 70. Da steht jetzt, Schrauben bitte austauschen. Ja, wir machen es jetzt nicht, weil wir auch keine da haben. Auf jeden Fall, die vordere tauschen wir natürlich aus, die war ja dabei. Aber sehe ich jetzt auch hier nicht allzu tragisch an, ja. Mal ein bisschen Loctite drauf, fertig. Ja, wenn man das, doch war auch was drauf, ne? Ja. Genau. Könnte man machen. Und die waren auch niemals mit 70 Newtonmeter festgezogen, gingen wirklich relativ easy auf. Wird auch schon weniger gewesen sein vorher. Naja, was gibt's noch? Ja, rein, über Kreuz anziehen logischerweise. Erstmal vorziehen mit 10 Newtonmeter, heißt mit 10 festziehen locker. Und dann halt 70 Newtonmeter über Kreuz anziehen, fertig. Jo, Antriebswelle ist wieder drin. Ist ein bisschen Fummelei einlenken, dass er das vorne dann wieder reingesteckt kriegt, geht aber. Also hinten haben wir ein, zwei Schrauben zuerst rein, dass es fixiert ist und dann vorne das reingefummelt. Die vordere zieht dann 200 Newtonmeter schon mal an
Und jetzt haben wir das Auto runtergelassen und dann wird jetzt nochmal 180 Grad, was ziemlich brutal ist, festgedreht. Und damit hat sich die Sache dann. Deswegen die Schraube auch auf jeden Fall neu machen, weil es eine Dehnschraube ist. Hinten die 70 Newtonmeter, hat man schon gesagt. Ne? Genau. Genau. Da brauchen wir es nicht rein, theoretisch. Vielleicht geht es auch nur darum, weil die mit Loctite vom Werk aus sind. Deswegen soll man vielleicht neue nehmen. So, gut, dann werden wir das jetzt mal machen. Der Benni macht das mal. Ich schalte mal auf die Bremse. Der Bob bremst. Ich drehe. Und Benni dreht. 180 Grad erfolgt. Genau, so ungefähr mit Verlängerung. Anders geht es auch gar nicht. Müsst ihr das machen. Ja, das war's. Ja. Zeitaufwand. Was haben wir gebraucht jetzt? Anderthalb, zwei Stunden. Circa. Round about. Ja, und ja, ist eigentlich relativ einfach, aber trotzdem eine scheiß dreckige Arbeit. Voller Fett und was weiß ich was. Aber da muss man das halt durch. Machbar. Und für den Materialaufwand von 20 Euro, 30 Euro, ja, macht man das dann doch gerne, bevor man es in die Werkstatt bringt. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.